Das zählt nicht. Das zählt nicht. Oder doch, bitte sag mir nicht, dass das zählt. Gut, zählt nicht, sehr schön. Ah, du Wichser. Das war so der Moment, wo ich mir echt gedacht habe, das ist wirklich Spielverderber. Ich werde den ganzen Scheiß nicht machen. Ich habe eine kleine Abkürzung freigeschaltet. Ich weiß, wo sie ist. Muss zwar gleich auf das Ding lange, lange, lange warten, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich will meine Seele retten. Burg Lothric. Genau, hier ist eine schöne Abkürzung. Perfekt. Sogar wirklich, wirklich perfekt. Super für mich gelegt. Ich weiß ja ungefähr, wo ich hin muss. Muss mich nur leider gleich mit den Ritter ein bisschen beschäftigen, weil der wird mich da... Ja, genau das meinte ich. So. Schnell das Ding pullen. Der interessiert's gar nicht. Super. Ja, du, buff dein Wichser. Buff dein Champion. Den interessiert das scheinbar sowieso in Dreck, dass ich mich hier gerade befinde. Solange du jetzt keinen Scheiß baust, gehe ich einfach in meine Treppe, ja? Und dann ist alles gut, ne? Ich würd dir nicht empfehlen, näher zu kommen. Ich bring dich um. Sehr gut, der Junge. Wenigstens einer, der verstanden hat, dass ich ihn umbringe, wenn er noch einen Schritt weiter macht. Aber das wäre so scheiße gewesen. Verfluchten Damage. Sehr, sehr lustig. Oh, Baby. Gott sei Dank ist das erst dann passiert, als ich gestorben bin. Sonst dürfte ich erstmal wieder zurückgehen und mir den Fluch wegnehmen. Weil Fluch sorgt dafür, du machst weniger Schaden, dein Leben ist reduziert. Einfach alles. Alles geil. Nicht. Super. Meine Seele ist hier. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn der Wichser mich gleich nochmal anspucken will. Ich bin vorbereitet. So. Direkt. Einfach hier hinrennen. So. Mannequins. Altbekannte Scheiße. Bam. Bam. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Gerades Sonnenlichtschwert. Nice. Klingt cool. Folian von... Oh. Was ist das? Wunder von... Ach, geil. Das könnte ich dann der Tussi geben. Sie könnte mir dann ein paar Wunder erzählen. So. Eigentlich einzigster Wichser, der mir hier nur noch auf den Sack geht, ist der da. Wie bewerfe ich dich am besten? Ja. Schön, dass es mich genau durch das Ding trifft. Auch gut. Auch gut. Gut, hier kann ich ihn ins Target nehmen. Ich habe eine Idee, wie ich das schon machen werde. Sobald der Fluch ein bisschen abgenommen hat, weiß ich, wie ich das angehen werde. Ja, verteil mal deine Spucke. So, ich kann es mir jetzt leisten, einmal von der Spucke getroffen zu werden. So, friss. Bombs, Baby. Und weg. So, jetzt warten wir, bis es sich beruhigt hat. Weil sonst wirkt das nicht mehr. Und wieder. Jetzt kann ich ihn aber komplett finishen. Auf Wiedersehen. Was? Dein Ticket zur Hölle, Bitch. Damit ist auch der komplette Assi tot. Und es regnet Seelen. Halleluja. Ich könnte mich jetzt noch mit dem Boss herumklatschen. Das ist mir aber zu viel Risiko. Das ist jetzt zu risikoreich, was ich hier jetzt vorhabe. Noch gegen den Boss zu kämpfen. Nein. Ich ziehe mich jetzt zum Feuerbandschrein zurück. Grade mir alles ab. Geh nochmal über die Dächer, schau, was da ist. Und dann beenden wir den Part, wo wir dann in der nächsten Folge direkt zum Boss gehen. Weil, wie gesagt, das wird ein Kampf... auf Leben und Tod. Und bevor das so weit kommt, will ich erstmal drauf vorbereitet sein. Weil wenn ich diese große Summe an Seele verliere, ich kneif mir in den Arsch, Alter, dafür. Ich bomb mir jetzt erstmal alles an Seelen voll, was ich hier noch gefunden habe. Das wird... Oh, das wären sehr schöne Level-Ups. Das wären schön viele Level-Ups. Perfekt. So. Mal sehen, wie viel ich hinkriege. Also drei müssen doch zu machen sein. Tuhu, vier. Scheiße.
Sehr, sehr gut. Also, auf jeden Fall Belastbarkeit einmal. Geschicklichkeit, nein. Kondition, ja. Einmal Vitalität und dann einmal auf Geschicklichkeit, ja, komm, Geschicklichkeit ein bisschen mehr. Perfekt. So. Das hat perfekt noch gereicht von den Seelen. Alles super, super schnuckelig, easy. Habe ich irgendwas, was ich noch Leuten geben kann? Ich habe nur das Wunderteil gefunden. Das gebe ich mal der Tusse. Die weiß dann, wie es mit der Kacke anzufangen ist. So. Bitteschön. Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of the greater miracles can be quite the epics. Ja. What fun we will. Nee. Die Geschichten kannst du dir gerne selbst erzählen, auf die habe ich nicht so viel Lust. Habe ich noch irgendetwas gefunden? Estoscherbe oder irgendwas? Nein, habe ich nicht. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu einer weiteren epischen Tour. Ja, ich glaube, wir machen wieder denselben Move, den wir gerade eben gemacht haben. Und dann passt das so. Das sollte rein rechnerisch so klappen. Und ich glaube, je nachdem, ich sag's mal so. Wir machen es einfach so. Ich mache jetzt so, dass ich jetzt nochmal über die Brücke rübergehe und je nachdem, wie viele Estus davon noch übrig bleiben, mache ich vielleicht den Bosskampf. Ein Versuch, zwei Versuche, drei. Mal gucken, wie sehr der mich trollen wird. Da bin ich wirklich gespannt. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, mache ich das dann. Sehr gut. Der Typ, wie gesagt, der gibt keinen Scheiß auf uns. Perfekt. Der Typ, kannst ihn gerne buffen. Mich interessiert das ein Scheißdreck. Und ich hab dich gewarnt, Alter. Setzt du hier nur einen Fuß zu viel, werde ich dich umbringen. Ich bring dich um, Alter. Genau. Überlegst dir das. Überleg es dir nochmal. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Das sind hier... Ach, der kommt näher. Du kleiner, miserabler Gauner. Falsche Entscheidung, die du getroffen hast, mein Freund. Falsche Entscheidung. Ich dachte, du wärst schlauer, aber leider nicht. So, was haben wir jetzt an Belastbarkeit? Dadurch, dass wir uns, ja, ein bisschen weniger wieder. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, irgendwas vom Geflügelten zu nehmen. Geschweige Lothric, grenzwertig. Probieren wir mal aus. Nein, ich sag's dir, alles ab 70 ist für uns tabu. Alles ab 70 ist für uns schon tabu. Das können wir vergessen. Ist auf jeden Fall eine super Abkürzung, um direkt gegen den Boss zu kämpfen. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die man ergründen kann. Das eine ist das Gegenüber. Ich glaube, nein, nein, nein. Ich habe jetzt gemerkt, wir haben da noch einen Weg noch gar nicht abgecheckt. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Boss. Den machen wir dann doch in der nächsten Folge. Ich schaue mal erstmal, was wir so gegenüber noch finden werden und auf der anderen Seite da. Und dann passt das für heute. Ich wollte ausweichen. Ich wollte ausweichen. Das glaubt mir kein Mensch, aber ich wollte echt ausweichen. Ich wollte ausweichen. So. Die Wichser töten. Und dann getötet werden. Okay. Wird das jetzt hier so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel? Gerne. Ah, Mann. Alter. Langsam gehst du mir auf den Sack, Kumpel. Ich bin schneller als du. Das müsstest du schon nach einer Zeit langsam gemerkt haben. Okay. Irgendwie ein neues Gebiet. Außenrum. Es scheint mir aber ein bisschen trollerig zu sein. Das hat Potenzial für einen Troll. Kann ich hier irgendwas runterwerfen? Eine Treppe? Eine Leiter? Gehen wir mal runter und schauen uns das mal an. Ritterring! Wow! Was mal gar was ganz Neues. Noch nie gesehen. Erhöht die Stärke. Wow! Wie viel? 5! Das skaliert sich natürlich auch im Damage wieder. Nicht wenig. Also man sieht da oben, das ist nicht wenig. Geil. Echt nicht schlecht. Aber werde ich, wie gesagt, auch nicht erstmal verwenden. Wäre vielleicht cool, um Waffen zu stemmen, die für einen deutlich zu schwierig sind. Damit wäre ich in der Lage, direkt sowas zu machen. Okay, ich merke schon. Die Tür auf der anderen Seite versperrst du mir. Ah ja. Erzähl mir mehr darüber.
Okay. In Abwehrsituation. Gut. Ich habe deine Abwehr aber durchstreift. So, das ist, man darf es ja nicht vergessen, das sind die roten Rangers. Im Vergleich zu den ganz normalen teilen die ein bisschen mehr aus. Nein, nein, böser Move, böser Move. Und tschüss. Aber deutlich viele Seelen gedroppt. Danke dafür. Oh, was ist das? Amaltar des Sonnenlichts beten. Ist das jetzt Praise the Sun? Ey, gelobt sei die Sonne. Nice. Komm, dafür kriegst du zwei. Ich bin nicht mal dem Club angeschlossen, aber ist mir doch scheißegal. Nice. Jetzt kann ich Praise the Sun. Das gibt's immer. Praise the Sun ist immer da. Das Ding ist immer da. So. Das tauschen wir mal einfach aus. Einfach weil es Kult hat. Das ist so der richtige Standard. Den hat jeder. Das werde ich auch gleich von meiner kleinen Süßen performen. Hier. Der gute alte Praise the Sun. Praise the Sun. Yay. Ach, das hat Charme. Okay, das hat nichts. Was haben wir hier? Wow, Titanschuppen. Yo, ich weiß schon mal, wo ich wieder hingehe. Unser kleines Abenteuer wird uns nochmal zurück zum Feuerbandschrein führen. Weil ich glaube, ich habe jetzt genug Titanschuppen, um noch einmal abzugraden, meine Waffe. Das wird für den Bosskampf noch gut zu gebrauchen sein. Darauf freue ich mich schon mal. So, nächste Station. Was kann man hier noch so machen? Oh ja, hier ist ein Balkon. Das sieht mir ein bisschen zu trollerig aus. Rostige Münze, gut, Finderglück. Okay, kein Mannequin, sehr gut. Titan, oh mein Gott, die bewerfen mich ja. Die bewerfen ja geradezu mit Titanseen. Nice, nice, nice. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Was steht hier? Träne voraus, okay. Roter Tränenring, kenne ich schon. Haben wir, glaube ich, sogar auch schon zweimal. Nein. Verstärkt, doch, haben wir. Roter Tränenring, ich glaube, den haben wir sogar zweimal. Weil ich habe schon mal einen gefunden, daran erinnere ich mich. So, was haben wir noch? Das war's. Man könnte hier runterspringen wie so ein Trottel. Das ist nicht euer Ernst. Das könnte ich echt machen. Und da unten ist eine Seele, die auf mich wartet. Scheiße, machen wir, machen wir, machen wir. Das machen wir noch. Aber ich will erstmal sehen, wo mich der Weg hier weiterführt. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Vorrichtung, okay. Den Hebel kann ich auch sowieso nicht pullen. Tja, das ist natürlich scheiße. Ich werde jetzt diesen Jump machen. Ich werde ihn bereuen. Vielleicht werde ich sterben. Wir werden es wissen. Sofort. Huh. Gut. Mal sehen, bevor wir da jetzt die Seele holen, ist hier noch irgendwas zu holen? Nein, nur noch der verpixelte Tod. Alles klar. Das reicht mir. Oh. 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 Nein. Nein. Wie komme ich denn dann an diesem Wichser vorbei? Oh, das wird der krasseste Shit, Alter. Krassesten Shits. Oh, ja. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Den Spaß tue ich mir nicht an. Den Spaß tue ich mir nicht an. Ah, gut. Wieder zurück. Ich würde sagen, wir geben jetzt noch eben schnell das Dings ab. Lassen uns nochmal unsere Waffe upgraden und dann sind wir ja für heute durch. So, mein Freund. Waffe verstärken. So, was haben wir hier? Jo, 8 von 8. Bam. Nice. Und auch das Ding steigt. Der Attributenbonus. So. Titanscholle bräuchte ich jetzt. Eine Titanscholle, um das Ding nochmal zu verbessern. Scheiße, Großschwert des Wolfritters, Level 5. Nice. Es gibt bestimmt bessere Waffen. Und ich glaube nicht, dass es so eine geile Idee ist, hier die ganze Zeit auf das Ding zu hoch zu leveln, aber der Typ ist auch nicht wieder da gekommen, ne? Seitdem ich ihn ins Nordventil entsandet habe, ist er scheinbar nicht da. Kann es sein, dass der Typ irgendwie in Schwierigkeiten steckt und wir jetzt ins Nordventil zurück müssen, um ihm zu helfen? Könnte möglich sein. Ich hoffe, dass ich habe ihn nicht ins Verderben geschickt. Ich erinnere mich, dass ich ihn auf Schatzsuche ins Nordventil geschickt habe. Könnte sein, dass er es nicht mehr lebend rausgeschafft hat. Was traurig wäre, um ehrlich zu sein. Weil dann meine Schuld ist, dass er tot ist.
Gut, ich würde sagen, das war es jetzt mal wieder von Let's Play Dark Souls 3. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, welcher Boss uns erwartet. Hoffentlich nichts, was uns irgendwie in irgendeiner Form trollt oder richtig hart wird. Seit dem Hohepriester bin ich da sehr gefährlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.